Warum haben wir manchmal das Gefühl, alles läuft gut und im nächsten Augenblick vermeidet sie dich? Warum suchen Frauen manchmal aus dem Nichts Abstand? Und was bedeutet das für uns? Frauen wollen verführt werden. Wir sehen es ja ständig. Nur machen das die anderen wohl irgendwie besser. Die Frage ist, warum? Und was ist Verführung? Mein Name ist Andy Friday, ich bin Flirtcoach für Männer. Lass mich mit einer kleinen Definition beginnen. Wenn du Frauen verführen willst, dann erlaube es ihr, sich bei dir frei zu entfalten. Das bedeutet mehrere Dinge. Erstens, erlaube es ihr. Innenliegend in diesem Wort liegt der Glaube, dass sich jeder von uns zurückhält. Wir wollen alle schon längst verführt werden. Sie wartet auf jemanden, der ihr endlich diese Erlaubnis gibt, sich endlich fallen zu lassen und all diese Erwartungen und gesellschaftlichen Konventionen fallen zu lassen. Die Regeln und Erwartungen ihrer Freunde, ihrer Arbeitskollegen oder ihrer Eltern einfach mal zu vergessen. Endlich mal Frau zu sein. Auch mal das zu tun, was sie in ihren Innersten tun möchte. Und wie viele Menschen, auch wir Männer, erlauben es sich nicht, diese Freiheit zu nehmen. Wir denken uns, ich kann nicht, ich sollte nicht, jetzt nicht. Und egal welche anderen Ängste oder Limitationen wir uns selber einreden, Verführung bedeutet, dass wir uns beiden diese Erlaubnis geben. Es ist okay. Ich werde dich nicht verurteilen. Ich will, dass du Spaß hast. Ich will, dass du glücklich bist. Aber vergessen wir mal ganz kurz, was wir für sie tun können. Lebst du denn dein Leben? Was würdest du tun, wenn es dabei keine Konsequenzen gäbe? Wenn du niemanden dabei verletzt und dich dabei einfach nur gut fühlen könntest? Was würdest du jetzt gerade tun, um dich in deinem ganzen Körper gut zu fühlen? Verführung ist in erster Instanz, ihr diese Möglichkeit zu zeigen, ihr einen Weg zu weisen und den Raum dafür zu ermöglichen und nicht sie zu irgendetwas drängen oder überzeugen wollen. Ich sehe das so. Es ist lediglich unser Job, das Selbstbewusstsein und die Freude am Leben von unseren Mitmenschen ein wenig mit anzuheben. Lass sie das tun, was sie tun will. Und wenn du ihr das gibst, was im nächsten Punkt kommt, dann will sie das auch mit dir machen. Zweitens, sich frei zu entfalten. Wenn du sie in irgendeiner Weise einschränken möchtest, dann wird sie in kürzester Zeit ihre Lust auf dich verlieren. Wir kennen das aus Situationen, wenn eine Frau nicht antwortet und wir zurückschreiben, warum antwortest du nicht? Oder einfach nur ungeduldig werden, wenn wir keine Antwort erhalten. Auch diese Ungeduld kann sie spüren. Es beginnt schon ab dem Moment, ab dem eine neue Arbeitskollegin den Raum betritt und du sie die ganze Zeit anschauen musst. Und falls sie miteinander redet, du kaum ein Wort rauskriegst, weil du die ganze Zeit zu ihr schauen musst. Es ist dieser Druck, der ihr keinen Raum lässt. Und wer kann es ihr verübeln? Wenn du als Frau schon mal die Erfahrung gemacht hast, dass ein Mann einfach nicht mehr loslassen konnte, dir nachgestellt hat, vielleicht sogar gestalkt hat und dich mit Nachrichten bombardiert, wie würdest du dich dann fühlen, wenn ein Mann die ersten Anzeichen von diesem Druck aussendet? Frei? Ungezwungen? Wenn wir ihr zeigen, dass es aber auch andere Männer gibt, wenn wir diese Unabhängigkeit an den Tag legen, sie freizulassen, uns für ihre Bedürfnisse sogar zu freuen, wenn sie ihnen nachgeht, dann wird sie süchtig nach dem Mann werden, der ihr dieses Geschenk gemacht hat. Denn dieser Mann ist so selten. Du hast einen wirklich unfairen Vorteil gegenüber allen anderen Männern, wenn du aus jeder Faser deines Körpers zum Geber wirst. Geben, um zu geben und nicht geben, um zu nehmen. Sie sehnt sich nach einem Mann mit Herz. Aber weil wir uns selber dabei so oft vernachlässigen und eine Frau in die Ecke drängen, hat sie, obwohl sie dich anfangs noch echt mochte, irgendwann kein Interesse mehr. Eine Frau braucht Raum. Gibst du ihr diesen Raum, dann wird sie auf dich zukommen. Heißt das, nie in Aktion zu treten? Heißt das, dass wir Däumchen drehen sollen und abwarten? Nein, als Mann setzen wir Dinge in Bewegung. Aber wir können niemanden zwingen. Es ist wie beim Tanz. Wir können nur Impulse setzen. Was wir tun können, ist Einladungen zu verschicken. Hier sind ein paar konkrete Beispiele, wie du einer Frau solche Einladungen verteilen kannst. Wie wäre es, wenn du heute Abend bei mir vorbeischaust? Hast du nicht was Verruchtes in deinem Kleiderschrank? Ich würde es gerne das nächste Mal sehen. Magst du vorbeikommen? Ich koche italienisch.
bring Wein mit. Das sind keine Erwartungen oder Befehle. Das hat nichts mit Alpha-Bullshit oder Dominanz zu tun. Meine Kunden wissen das. Klicke hierhin, wenn du mehr Erfahrungen dieser Männer sehen möchtest. Es geht hier um das Lebensgefühl eines emotional unabhängigen Mannes, der etwas zu geben hat. Du brauchst sie nicht zu überzeugen. Du bist schon attraktiv. Und im Coaching bringen mein Team und ich dir nichts weiter bei, als wieder selber daran zu glauben. Und dann passieren auch solche Dinge. Ja, ich hatte heute ein verrücktes Erlebnis, das möchte ich jetzt mit euch teilen. Eine Frau angesprochen, die hat sofort gelacht. Ja, dann habe ich ihr eine persönliche Frage gestellt. Hat sie auch gleich beantwortet. Ziemlich auf einer tiefen Ebene, würde ich sagen. Und ja, dann habe ich ihr gesagt, ich würde sie jetzt noch gern küssen. Und dann hat sie gemeint, die Oma, die uns da gerade zusieht, da war eine Frau ein paar Meter weg. Also wir müssen warten, bis die weg ist. Und die ist dann auch weitergegangen. Und ja, dann hat sie irgendwas so gesagt wie, ja, jetzt hol dir, was du willst, oder so irgendwas. Und ich hatte dann doch ziemlich einen Stress eigentlich. Also ich hatte ein bisschen Angst. Und ja, dann habe ich sie trotzdem geküsst. Und dann habe ich irgendwie gesagt, ja, wir könnten jetzt noch Telefonnummer tauschen, aber wir können es auch bei diesem einen schönen Erlebnis belassen. Und dann hat sie mir ihr Handy hergehalten, habe mich danach so richtig geil gefühlt, voller Adrenalin. Und ja, ich finde es mega geil, dass sowas passiert ist, gerade jetzt. Trotz Winter und Kälte. Kannst du dir vorstellen, wie das ist, wenn die Frau, die du magst, sich ständig bei dir meldet? Dass du eine tiefe Verbindung spürst und weißt, dass du gut genug für sie bist. Dass ihr auf Augenhöhe seid und du jemanden gefunden hast, der zu deinen Werten passt. Werte sind dabei so wichtig. Einer Frau Fragen zu stellen, um zu schauen, ob sie deinen Werten entspricht, ist essentiell. Und ich habe einen kostenlosen Videokurs erstellt, in dem du lernst, mit welchen ungewöhnlichen Fragen du jede Frau verblüffen kannst. Weil es auf einmal nicht mehr darum geht, was du tun sollst, um sie zu überzeugen, sondern was sie tun kann, um dich zu überzeugen. Somit filterst du sie nach deinen Werten. Und du wirst Frauen entdecken, mehr Erfahrungen sammeln und entlang des Weges die richtige finden. Wenn du es dir kostenlos anschauen möchtest, dann findest du den Videokurs in der Beschreibung. Und hier. Und das ist nicht das Einzige. Denn jetzt kommen wir zum dritten Punkt. Wie du durch deine Verführung die Welt besser machst. Das, womit du dich durch diese Herangehensweise von allen anderen Männern unterscheidest, ist, du inspirierst sie durch die Freiheit, die du versprühst, dazu sich ihre eigenen Lust hinzugeben. Aber du kannst Frauen mit deiner Verführung ein noch viel schöneres Geschenk machen. Du kannst sie öffnen für ihr eigenes Selbstbewusstsein. Ihre Talente, ihr inneres Potenzial. Zeig ihr, dass du an sie glaubst. Zeig ihr, wie schön die Welt sein kann. Zeig ihr, dass es sich lohnt, wieder zu lieben. Sei kein netter Kerl, der ihr alles recht macht. Sei ein gütiger Mann, der, wenn sie das möchte, sich gerne Zeit für sie nimmt. Zeig ihr, dass ihre Talente einzigartig sind, dass sie die Gehaltserhöhung verdient hat, dass sie eine gute Freundin für ihre Freunde ist und dass du weißt, dass sie ein sexuelles Wesen ist und dass das völlig okay ist. Frag sie nach sexuellen Vorlieben, nach ihren Erfahrungen und auch über ihre Beziehungen. Ich weiß, wenn man am Anfang steht, dann ist das, was ich jetzt gerade gesagt habe, nicht das Einfachste. Aber erlaube es ihr, zu sehen, dass es noch gute Männer da draußen gibt. Und ob du dabei die feinen Nuancen von sexueller Spannung oder Verführung und Flirten schon kennst oder noch nicht, das ist egal. Und das kann ich dir auch beibringen. Wenn du dir dieses Geschenk der sexuellen Freizügigkeit und Freiheit machen möchtest und du dabei tiefgründige Erfahrungen sammeln willst, dann gebe ich dir dafür einen Leitfaden im kostenlosen Videotraining. Du hältst ihn im ersten Link in der Beschreibung oder hier.